arbeite als Bilderbuchkünstlerin selber nie am Computer. Ich bin eine richtige Malerin. Ich brauche den Pinsel, ich muss die Farbe riechen, ich muss die Textur von der Farbe spüren. So kann ich arbeiten. Deswegen konnte ich mir nicht vorstellen, dass man das irgendwie auf den Computer übertragen kann. Und ich war wirklich echt überrascht und echt begeistert, dass die Malerei auf dem App immer noch richtig meine Malerei ist. Ich hatte Angst, dass ich meine Bücher vielleicht gar nicht erkenne, dass es nicht mehr meine Bücher sind. Aber es sind immer noch meine Bücher mit jeder Menge tolle anderer Ideen dazu. Ich möchte nicht, dass elektronische Bücher die richtigen Bücher ersetzen. Seit ich die Apps gesehen habe, habe ich keine Angst mehr, dass sie das Bilderbuch ersetzen. Die sind was ganz anderes, aber sie sind was ganz Tolles auch. Das Schöne am Bilderbuch ist ja auch, dass da eine Atmosphäre entsteht zwischen dem Vorleser und dem Kind, eine ganz intime Atmosphäre. Und die entsteht genauso, wenn wir uns dieses App anschauen. Nicht nur, dass man jedes Mal, wenn man es neu anschaut, neue Sachen findet, die man machen kann und die sich bewegen und wo noch was hinter ist und wo vielleicht eine kleine Musik kommt, sondern die Kinder spielen das auch nach, die hüpfen so wie der Teddybär hüpft und die tanzen zu der Musik, wie der Teddybär macht und also wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, sich mit seinen Kindern zu beschäftigen. Das ist ein ganz schönes Spiel. Ist wirklich schön, wirklich toll geworden.